Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir suchen immer noch die Herzteile und ja, ich würde sagen, holen wir uns direkt noch ein paar. Ja, leider kann ich das mit den, wie heißen die Viecher nochmal, Seepferdchen nicht mehr holen, weil Seepferdchen ist nur möglich, bevor wir Georg besiegen und nicht nachdem. Da habe ich einen klitzekleinen Fehler gemacht. Aber das ist ja nicht allzu schlimm. Weil, naja, ich will das ja eh über zwei... drei Tageszyklen machen. So, wir werden uns nun erstmal in, ja, wo spielen wir uns hin? Gehen wir erstmal in den Canyon. Canyon. Apropos, ich habe eine wunderschöne Info zu diesem Spiel, weil ich wurde letztens gefragt, warum heißt Unruhstadt eigentlich Unruhstadt? Weil im Englischen heißt Unruhstadt ja nicht Unruhstadt oder das englische Wort für Unruhe Town, sondern Clock Town, zu Deutsch Urstadt. So. Ich muss sagen, die Übersetzer, Entschuldigung, ich bin immer noch leicht erkältet, die Übersetzer dieses Spiels sind verdammte Genies. Denn nicht nur, dass das Wort Unruhstadt zu der Unruhe passt, die in diesem Land herrscht, wegen, naja, wegen diesem Ding da oben, ne? Den man nicht jetzt nicht sieht, wegen diesem Mond, der droht zu fallen. Nee, es ist sogar noch ein Teekesselchen. Wie ich darauf gekommen bin jetzt, ist ganz einfach. Ich habe auf meinem Handy ein Quiz. So, bei diesem Quiz kam eine Frage. Da ist übrigens unser nächstes Herzteil. Kam eine Frage, was denn eine Unruh ist. Und naja, eine Unruh ist ein Bauteil einer Uhr. Ich kann euch jetzt mal oben kurz ein Bild von einer Unruh einblenden. Und wie gesagt, das wusste ich bis heute nicht. Und ich muss sagen, diese Entwickler von diesem Spiel sind verdammte Genies. Denn in diesem Spiel geht es ja praktisch um die Zeit. Und naja, wir müssen als Zora mit diesem Typen übrigens reden. Geht es ja um die Zeit und um eine große Uhr, die da steht und. Naja, ich finde das richtig, das ist richtig genial und es ist sogar noch ein Teekesselchen, also danke, dass du vorbeischaust, bla, ich verkaufe blaue Elixiere. Ja, möchte aber lieber am Meer verkaufen. Hier. Oh, das ist doch eine Meeresurkunde, lass mich die haben. Oh, bitte, mein Traum könnte in Erfüllung gehen. Ich will sie nicht umsonst, ich gebe dir dies. Yay, wir bekommen 200 Rubine. So, also wie gesagt, nicht nur, dass dort Unruhe herrscht, nein, es ist auch noch ein verdammtes Teekesselchen. Und da oben hat man übrigens ein bisschen den vom Mond gesehen. Und naja, das sind echt verdammte Genies, die dieses Spiel übersetzt haben. Also, die haben sich da anscheinend schon was beigedacht. Anders kann ich mir das echt nicht vorstellen. So, es gibt übrigens noch ein Herzteil, was wir uns nicht holen können. Aber auch nur, weil wir kein Papier mehr haben. Hm. Naja. Nicht schlimm. So. Werdet ihr noch früh genug sehen. Ich habe übrigens vor, als Special irgendwann mal ein richtig langes Video zu machen, um euch zu zeigen, dass es auch möglich ist, alle Herzteile, alle, ausnahmslos, innerhalb eines einzigen Dreitageszyklus zu holen. Ups. Oh, sorry. Yay! Das müsste jetzt die Nummer 44 sein. Alles klärchen. Welches Herzteil holen wir uns als nächstes? Damit es ein bisschen schneller geht, werde ich mich jetzt eben mal nochmal davor porten. Wobei, das machen wir anders. Wir holen uns jetzt erstmal ein anderes Herzteil. Hoppala. So. Du. Alles klar.
Dafür müssen wir auf den Friedhof von Ikana. Und wenn wir schon mal dabei sind, zeige ich euch eine Kleinigkeit. Ich brauche jetzt erst nochmal die Hasenohren, damit es gleich ein bisschen schneller geht. Und den Lichtpfeil. So, denn mit diesem Lichtpfeil können wir diese Viecher hier abschießen. Und bei den meisten Gegnern bekommen wir 50 Rubine, wenn wir sie mit einem Lichtpfeil abschießen. Zum Beispiel auch bei diesen Raben hier im Canyon. Das Problem bei diesen Raben ist nur, wenn ihr die abschießt, da fliegen die durch den Pfeil so weit, dass ihr nicht mehr an die Rubine rankommen könnt. So. Und zack. Damit hätten wir. Hoppa. Damit hätten wir 500 Rubine. Die können wir dann später abgeben. Später. Jetzt erstmal hier rüber. So, wenn uns die Viecher treffen, auch nicht schlimm. Wir sind eh schon verflucht. So. Dieses Herzteil bekommen wir nur in der Nacht des zweiten Tages hier auf dem Friedhof. Dafür brauchen wir diese Maske. Diese Maske, den Helm des Hauptmanns. Gehen wir zu diesen Typis. Na, kommt mal her, ihr Typis. Huch. Oh, Hauptmann, Sir, verzeiht mir, Sir, der Hauptmann ist da. Habt Acht. Es ist schon so lange her, dass wir euch sahen, Sir. Wir haben diese Gräber streng bewacht, genauso wie ihr es befohlen habt, Sir. Wir haben nur auf euren nächsten Befehl gewartet. Sir, was sollen wir tun? Bewacht das Grab. Nein, jawohl, zu Befehl. So, Hauptmann, öffnet das Grab. Es öffnen? Zu Befehl, Sir. Alle Mann zu mir, Sir. Ja, alle Mann zu mir. Ich hoffe, dass da unten jetzt nicht so ein Gegner auf mich wartet. Ich rede da jetzt gerade von einem Stahlritter. Von einem Ritter aus Stahl. So. Erstmal geht's hier rüber. Du wurdest verhext, du kannst dein Schwert nicht mehr ziehen. Und hier können wir durch. Das sehen wir eigentlich mit dem Auge der Wahrheit, aber wenn man das weiß, muss man da auch nicht das Auge der Wahrheit auswählen. So. Wir können unser Schwert wieder benutzen. Ich denke mal, der Krug hier. Ach, guck mal da. Das sind unsichtbare. Unsichtbare Flödermäuse. Flödermäuse. Passt mal auf hier. Habt ihr das gesehen? 50 Rubine. 50 Rubine. So. Das ist eine Skullwantula. Nee, das ist eine Skulltula. Und, ja, wenn man die halt noch anvisieren kann. Heppa! What the? Ach ja, ich nehme mal besser das Auge der Wahrheit. Wir verbrauchen ja eh keine Magie. Doof, weil ich nicht die normalen Pfeile ausgewählt habe. Bam! Ach, guck mal, das sind noch mehr Skulltulas. Ich habe gedacht, das wären alles diese Drecks-Fledermäuse. Oh. Oh, da haben wir noch eine. Zack. So. Es ist voll unnütz, eigentlich, dass wir hier nicht springen können. So, dann geht's hier nach rechts. Nee. Geht's nach links. Und hier müssen wir uns durchbomben. Und zwar machen wir das jetzt einfach mal, weil ich lustig bin mit dieser Maske. Ja, eigentlich zieht die uns ja auch Schaden ab, aber wenn wir das Schild benutzen, bäm, passiert uns nichts. Sehr schön. Und wir können sie eine ganze Zeit lang nicht mehr benutzen. Ist klar. So. Nächster Raum. Da wartet ein. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Wisst ihr was? Weil es so schön ist, auch wenn ich eine beschissene Steuerung da habe. Bam. 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 Du triffst mich nicht. So, jetzt ist er einfach. Jetzt müssen wir nämlich nur noch zuhauen.
Wow. Ich hab mich doch treffen lassen. Ich hab mich doch treffen lassen. Ja, wir wissen alle, dass ich in meinem Livestream mehr Glück als Verstand hatte bei diesem Eisenritter. Ach, ich komme nicht auf den Namen. Ein Ritter aus Stahl. So. Hier holen wir Herzteil Nummer 45, Leute. Jetzt holen wir uns Herzteil Nummer 46. Und zwar bin ich mir noch nicht sicher, welches ich nehmen soll. Ruin? Oder kleines Minispiel. Jedenfalls will ich so viel wie möglich schaffen. Na komm. Nicht runterfallen. Okay. Jetzt wird's peinlich. So. So. Und ja. Oh, diese Steuerung. Ich hasse es so langsam. Aber ich hoffe... Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich hoffe inständig... Oh, guck mal. Two of a kind. Ich hoffe inständig, dass mein Mikrofon-Sound jetzt besser ist. Alter, hab ich da Probleme mit. Alter? So. Und dann... Dich noch? Na, hallo? Treffe ich dich heute auch noch? Lang... La... Hallo? Langsam nach unten. So. Oh, Leute, sorry, dass ich heute so ruhig bin, aber ich muss mich aus... Es gibt auch mal Tage, da kann ich nicht viel reden. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Guckt euch das mal an. Geil. Sie schwebt immer noch in der Luft. Es ist so genial. Es ist so genial. So, gehen wir zurück. Es ist so genial. Ja, komm, ich hole mir das im... Den Ruinen hole ich mir später. So, da seht ihr es nochmal. Die Rubine einzusammeln wäre jetzt Schwachsinn. Ach, was ist denn heute mit der Steuerung los? Heute spackt's ein bisschen rum. Heute spackt's ein bisschen rum. So, ich brauche kurz dieses hier. Um mich wieder in den Canyon zu spüren. Du hast das Lied der Schwingen gespielt. Ikana Canyon. So. Und jetzt, um mal zu demonstrieren, wie viel ich von diesem Spiel weiß. Ich weiß, welche Herzteile mir noch fehlen. Ich weiß, an welche ich noch rankomme. Ich weiß, welche ich jetzt schon verkackt habe. Und ich weiß, welche ich erst im zweiten Dreitageszyklus machen möchte. So. Ich weiß aber auch, dass es ratsam wäre, mir Pfeile zu besorgen. Und mich nicht treffen zu lassen, vor allem. So, ein bisschen Zeit haben wir nämlich noch. Da holen wir uns noch ein drittes Herzteil hier oben. Im Radio ist ein Küken. Im Radio ist ein Küken und das Küken piept, das kleine 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 Küken piept. Oh, hallo, das Reich von Ikana wurde auf diesem Land erbaut. Seine Geschichte ist mit Dunkelheit befleckt und in Blut getränkt. Sogar jetzt noch versammeln sich die Geister jener hier, die keine Ruhe finden können. Jene, die hier sind, um den zu finden, der stärker ist als sie.
finden vielleicht die Stärke in einer Gruppe von Geistern, deren unerfülltes Verlangen nicht mit ihnen starb. Sofern du Vertrauen in dein Geschick und deine Kraft hast, versuche diese verlorenen Seelen zu retten. Dennoch musst du den irdischen Preis von 30 Rubinen bezahlen. Okay. Wirst du es tun? Das werde ich. Du bist voller Energie. Besiege die Gegner innerhalb des Zeitlimits, sodass ihre Seelen für immer in Frieden ruhen. Doch fällt deine Energie auf weniger als 3 Herzen, werde ich den Kampf abbrechen. Gnade ist das Mindeste, was ich bieten kann. Bist du bereit? Jo. Was aber, wenn wir nur 3 Herzen hätten? So, wir müssen jetzt gegen 4 Geister kämpfen. Erst gegen einen alleine. Das ist Etty. Einer der 4 Geisterschwestern. Die haben echt tolle Namen, muss ich sagen. Und boing. Und pam. Ich mach dich alle. Und poing. Na und poing. Und ja. So, das ist Etty gewesen. Etty ist grün. So, rot ist, beziehungsweise orange ist Hetty. Und blau ist Netty. So. Bam. Und dich machen wir auch gleich platt. Komm, den einen Rubin sammle ich noch ein. Und das gibt jetzt wahrscheinlich einen blauen Rubin. Oh, fuck, ich hätte nur eine Sprungattacke machen müssen. So. Ich weiß nicht, wie die letzte heißt. Der letzte Geist. Sehen wir gleich. Noch ein Rubin. Sehr schön. So. Hup. So, bevor ich ihn angreife mit meinem Pfeil und Bogen, mit meinem Pfeilbogen, und ich werde dafür den Lichtpfeil nehmen, einfach nur, weil ich es kann. No? So, das ist der richtige. Das ist Betty. Hätte ich mir eigentlich denken können. Zack, einmal. So, entweder ist es immer der Geist, der sich gerade nochmal rumdreht. Also jetzt links, oder wir machen es einfach so und schießen ihn dann ab, wenn wir ihn treffen. Okay, das war Fail. Ich muss jetzt direkt gucken. Anvisieren und... zu langsam. Fuck, Mann. Dann machen wir es jetzt ein bisschen anders. Ah, ich habe ja noch eine Minute Zeit. Na? Ich hab nicht aufgepasst. Müsstest du sein. Yay. Oh, 50 Rubine. Wir haben unser Geld wieder. Es scheint, als wären ihre Seelen nun geheilt. Ich überreiche dir das irdische Hab und Gut dieser Geister. Nimm es, Link. Woher weißt du meinen Namen? Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits 2 Herzteile gesammelt. Finde 2 weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Das ist doch dein Name, oder? Ich kenne die Herzen der Menschen, kann die Herzen der Menschen lesen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Jetzt ist auch meine eigene Seele wieder geheilt. Oh, Leute. Holen wir uns noch eins? Komm! Weil es so schön war, holen wir uns tatsächlich in diesem Part noch ein 4. Herzteil. Und das ist recht schnell geholt. Dazu müssen wir uns eben in die Berge spielen. Ja, das eine, was noch fehlt, das holen wir uns noch, keine Sorge. Und, also hier im Canyon. Und ja, dafür müssen wir jetzt erstmal in die Berge, an die Bergsiedlung. Und ein Herzcontainer fehlt uns ja auch noch. Also von daher können wir im nächsten Part wieder ein paar ganz tolle Herzteile und ein Herzteile holen und vor allem ein Herzcontainer. So, hier im Frühling ist wieder Berge eingekehrt. Ist klar, Foxy. Hier in den Bergen ist wieder Frühling eingekehrt. Und da wir die mit... Ja, da haben wir mit den Fröschen schon alle geredet haben. Ich habe auf dich gewartet, Don Gero. Verzeiht mir, wenn ich mich täusche, aber bist du ein wenig schlanker geworden? Wie du sehen kannst, ist der Winter nun vorüber und der Frühling hat die Berge wach geküsst. Lasst unseren Gesang beginnen. Quack, 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 quack
Das Dirigieren war ein Erlebnis. Wir alle haben uns auch die größte Mühe gegeben. Deine spektakuläre Darbietung hat uns alle tief bewegt. Yay, du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits 3 Herzteile eingesammelt. Finde ein weiteres, um deine Energieleiste zu erweitern. Ist okay. Lass uns wieder mal zusammen musizieren. So, und im nächsten Part machen wir, bevor wir im Canyon weitermachen, erst noch mal kurz in Unruhstadt weiter. Ja. Leute, das tun wir. Bis dahin wünsche ich euch noch was. Ich sag tschüss, ciao, ciao. Euer Mr. Nighthawk.